Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Maryam, am Ende, vorletzte Seite ist das. Wa qalu attakhadha ar-Rahmanu walada. Und sie sagen, der Al-Abamer hat sich ein Kind genommen. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Ihr habt da eine abscheuliche Sache begangen. Was haben die gemacht? Die haben gesagt, Allah hat ein Kind. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. Beinahe brechen die Himmel auseinander. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا. Und beinahe spaltet sich die Erde und beinahe stürzen die Berge in Trümmern zusammen. أَنْدَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا. Warum? Weil sie dem Al-Abama ein Kind zugeschrieben haben. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا. Und es passt nicht zum Al-Abama, dass er sich ein Kind nimmt. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبَدَا. Niemand in den Himmel oder auf der Erde kommt zum Allerbarmer anders denn als Diener. Das ist ein einige sehr heftige Verse zum Ende von Surat Maryam. Was hier passiert? Es gibt Leute auf der Welt, die laufen umher und die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich kein Kind genommen. Und wir kennen das. Hier in der Gesellschaft leben genug davon. Und Allah sagte, nur weil sie das behauptet haben, nur dieses Wort, dieses Wort und diese Vorstellung im Herzen, das hätte beinahe dazu geführt, dass die Himmel zusammenbrechen. Die brechen auseinander wegen diesem Wort. Und die Erde würde sich spalten und die Berge zusammenstürzen. Nur wegen diesem einen Wort, dass es Leute gibt, die laufen hier rum und die sagen, Allah hat sich ein Kind genommen. Jetzt ist die Frage, warum ist das noch nicht passiert? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, beinahe bricht der ganze Himmel zusammen, weil es Leute gibt, die behaupten das. Nur wegen diesem einen Wort. Takadu, dieses beinahe, das ist im Arabischen, wenn du hier an einer Klippe stehst und du guckst schon runter und du fällst fast und jemand hält dich von hinten. Also du bist fast runtergestürzt, das ist Takadu und das wäre fast mit Himmel und Erde passiert. Alles wäre vorbei, nur weil es Menschen gibt, die hier rumlaufen und sagen, Allah hat sich ein Kind genommen. Warum ist das nur fast passiert und nicht ganz? Das ist nur fast passiert, weil es nicht nur Leute gibt, die so etwas behaupten. Es gibt immer noch Leute von La ilaha illallah. Und die hat es zu allen Zeiten gegeben. Und der einzige Grund, warum Allah Himmel und Erde noch erlaubt zu existieren, ist, weil es diese Leute gibt von La ilaha illallah. Kurz vor dem Tag der Auferstehung, dann wenn die Erde oder das ganze Universum sich dem Ende zuneigt, wird Allah einen Wind schicken und er wird die Seelen von allen Menschen nehmen, die La ilaha illallah sagen. Übrig bleiben auf der Welt nur noch die Menschen, die von Allah sagen, er hat Kinder. Sie beten Allah irgendetwas neben Allah subhanahu wa ta'ala an. Und das sind die Menschen, die der Tag der Auferstehung treffen wird. Nur diese Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ussisatis samawatu wal ardu. أسست السماوات السبع والأرضون سبع على قل والله أحد. Die sieben Himmel und die Erde wurden gebaut auf einem Fundament. Und dieses Fundament ist das Herz des Korans, was den Tawhid betrifft. Keine Sura im Koran erklärt den Tawhid, diesen Glauben an einen einzigen Gott, so deutlich wie diese Sura. Und das ist قل والله أحد, die Sura, die wir inshallah heute besprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Himmel und Erde basieren darauf. Die sind das Fundament. Alles, was wir hier sehen, baut auf diesem Fundament auf von Qul Wallahu Ahad. Und gegen Ende der Zeit, wenn die Menschen von La ilaha illallah nicht mehr existieren, wenn es nur noch Menschen gibt, die neben Allah etwas anbeten, das Fundament von Qul Wallahu Ahad ist verschwunden. Und der Tag der Auferstehung wird über diese Menschen hereinbrechen. Das ist die Bedeutung von Qul Wallahu Ahad, von dieser Surah. Die Araber damals, die haben am Anfang nicht einmal das große Problem verstanden, was überhaupt dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ihrer Religion hatte.
Die haben gedacht, okay, du betest doch Allah an und wir beten doch auch Allah an. Also, wenn du uns sagst, wir sollen Allah anbeten, dann machen wir doch auch. Wir beten doch Allah an. Und eines Tages kamen die zum Propheten Muhammad und sie sagten zu ihm, okay, wenn es hier scheinbar ein Problem gibt, dann beschreibe Allah für uns. Sag uns, wie ist Allah? Ist er aus Gold oder ist er aus Silber? Das haben die tatsächlich ihn gefragt. Ist er aus Gold oder Silber? Und welche Abstammung hat er? Wer ist sein Vater? Wer ist seine Abstammungslinie? Und der Prophet hat nicht von sich aus geantwortet. Der Prophet hat auf eine Antwort von Allah gewartet. Und die Antwort ist diese Sura. Das ist das, was Allah als Antwort auf diese Menschen offenbart hat. Sie wollen, dass du ihnen Allah beschreibst, damit sie wissen, wen sie überhaupt anbeten. Was der Unterschied ist, das ist die Antwort. Die Antwort ist, A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Qul. Allah befiehlt dem Propheten Antwort auf diese Menschen. Er hat zu Menschen geredet, die hatten allerhand komische Vorstellungen über Allah SWT. Und das Wichtigste ist erstmal, dass man diese klärt, bevor man an andere Dinge herangeht. Tatsächlich kam diese Aufmachung sehr, sehr schnell. Und wenn es um Allah selber geht, es dauert nicht lange, weil das ist Top-Priorität überhaupt. Wenn ihr hier mit Menschen redet, die kommen mit allerhand Fragen zu euch, die hören, ihr seid Muslime, dann fragen die euch, warum trägt eine Frau Hijab? Und jetzt kannst du eine Stunde erklären, was die Weisheit hinter einem Hijab. Dann fragen die euch, warum müssen sich Männer beschneiden lassen? Und warum dürft ihr heute kein Schweinefleisch essen, obwohl wir heute Kühlschränke haben? Und dann beantwortest du eine Frage nach der anderen und das Ganze hat überhaupt kein Ende. Aber das führt auch nirgendwo hin. Das Erste, was er versteht, muss, ist erstmal, dass wir Allah SWT anbeten. Wenn Leute zu euch kommen, verliert euch nicht in diesen ganzen Fragen. Also wenn ihr die ernsthafte Absicht habt, jemanden zum Islam zu führen, redet mit ihm keine 30 Sekunden über Hijab. Wenn er zu dir nach Hijab fragt, sagst du, schöne Bruder, Hijab ist ein Teil von unserer Religion. Aber ich erkläre dir gerne, warum wir Hijab tragen. Weißt du, von wem wir glauben, dass dieses Gebot vom Hijab stammt? Und dann erklärst du ihnen, wer der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Das Ganze führt sonst nirgendwo hin. Und das sagt auch Allah zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beschreibe ihnen oder kläre mit ihnen das Missverständnis über Allah subhanahu wa ta'ala auf. Die Frage von Hijab und Schweinefleisch klärt sich dann tatsächlich von selbst. Qul huwallahu ahad, er ist Allah. Allah ist einer von 99 Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist wohl der geläufigste überhaupt. Und die anderen Namen, die wir kennen, wie Al-Hakim, der Weise, oder Al-Alim, der Wissende, das sind Namen, die offensichtlich von einer Eigenschaft stammen. Al-Hakim, er ist der Weise, und weil er eben die Eigenschaft der Weisheit besitzt. Bei dem Namen Allah ist das nicht so klar. Tatsächlich gibt es verschiedene Meinungen. Allah selber ist ein Name. Das ist einfach der Name von ihm. Aber ob dieser Name abgeleitet ist von einem anderen Wort, das ist ein bisschen umstritten. Kann man lange darüber diskutieren. Einige sagen, nein, es ist einfach ein Name, wie auch mein Name Marcel. Andere sagen, der Name Allah kommt von etwas. Ist gebildet oder abgeleitet von einem Wort, von einem arabischen Wort von Ilah. Al-Ilah, und daraus wurde Allah. Was die Frage auswirft, okay, wenn Ilah in diesem Wort stecken könnte, was bedeutet überhaupt Ilah? So einer von vielen Wörtern tatsächlich, wo ich die Übersetzung sehr, sehr traurig finde, wenn man das auf Deutsch einfach nur mit Gott übersetzt. Ihr kennt unser Glaubensbekenntnis, La ilaha illallah, dann sagen die Leute, es gibt keinen Gott außer Gott. Aber in dem Wort Allah steckt noch, oder in dem Wort Ilah steckt noch viel, viel mehr. Eine der Bedeutungen, die in Ilah drinsteckt, ist tatsächlich von Walaha. Walaha bedeutet anbeten, jemanden verehren oder anbeten. Das ist eine Bedeutung. Ebenso steckt da drin die Bedeutung von Aliha. Aliha bedeutet, wenn ihr ein Neugeborenes habt, ist gerade auf der Welt. Wisst ihr, was ein Neugeborenes macht, wenn es hungrig ist? Es bewegt seinen Kopf und sucht nach der Brust von der Mutter. Es ist verzweifelt, aber es hat in seiner Natur etwas drin, dass es nach der Brust von der Mutter suchen muss und es sucht deswegen so. Es macht so Bewegungen mit dem Gesicht hin und her und macht den Mund auf, weil es weiß, es ist die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Und das bezeichnet man im Arabischen mit Aliha. Aliha ist, wenn du dich verzweifelt an jemanden wendest. Du selber kommst nicht mehr weiter, das Kind kann überhaupt nichts machen. Es weiß, die einzige Chance auf Rettung ist, nach der Mutter zu suchen. Und das bedeutet Aliha. Ilah ist derjenige,
an den man sich in der Stunde der Verzweiflung wendet. Und noch andere sagen, das Wort Ilah, es kommt von Waliha. Waliha ist einer der Wörter im Arabischen für Liebe. Eines der Wörter, tatsächlich nicht eines der Wörter, sondern es ist eine der höchsten Formen von Liebe. In der arabischen Sprache habt ihr, ich glaube, 14 oder 15 verschiedene Wörter für Liebe. Die höchste, verrückteste Form davon, das ist Hama. Hama ist, wenn ein, es ursprünglich bedeutet es, wenn ein Kamel in der Wüste ist und es hat sehr großen Durst, es ist nirgendwo Wasser, dann läuft das wie verrückt hin und her. Und davon ist das Wort Hiyam abgeleitet für Liebe. Das ist eine Liebe, die dich verrückt macht. Du läufst einfach nur noch ziellos hin und her und weißt nicht wohin, du hast quasi deinen Verstand verloren. Das ist Hiyam, das ist die höchste Form, sag ich mal, die extremste Form von Liebe. Aber das ist tatsächlich eine Form von Liebe, die dich zerstört. Waliha, das wovon Ilah abgeleitet ist, ist eine Stufe drunter. Es ist eine Form von Liebe, die dich so sehr erfüllt, dass du keinen Schmerz mehr fühlst, keinen Hunger, nichts mehr. Also selbst wenn du hungrig bist, du hast zwei Tage nichts gegessen, aber du bist so erfüllt von Liebe, dass du es gar nicht merkst. Dein Körper macht zwar Theater, aber diese Liebe alleine, sie füllt alles aus. Du, alle anderen Bedürfnisse überblendet sie quasi. Eine der Bedeutungen, die in diesem Wort Ilah drinstecken. Steckt deswegen viel, viel mehr drin, als nur Ilah, der Gott. Qul huwallahu ahad. Ein sehr, sehr schöner Name von Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist Allah einer. Oder so wird es übersetzt. Qul huwallahu ahad, er ist Allah ein einziger. Aber ahad bedeutet nicht nur einer. Ich weiß nicht, ob von euch eine arabische zahlen kann. Kann jemand von euch von auf Arabisch bis 10 zählen? Wahrscheinlich. Du wahrscheinlich. Ja? Einer nicht. Arabisch 1 heißt eigentlich wahid. Das wahid ist eigentlich 1. Ahad verwendet man im Arabischen überhaupt nicht für eins. Wenn man das verwendet für eins, dann nur im Sinne von nicht ein einziger. Wenn ich sagen will, in der Moschee ist niemand, Laysa ahad fil masjid, das kann ich sagen. In der Moschee ist kein einziger. Nur im negativen Sinne. Man sagt nie im Arabischen, jemand ist ahad. Überhaupt nicht. Das gibt es auch in keiner einzigen Literaturform im Arabischen, dass jemand als ahad bezeichnet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das einzige Schriftstück, was wir haben, ist tatsächlich der Koran, wo jemand als Ahad bezeichnet wird. Und nur in dieser Sura, und nur Allah. Ahad bedeutet nicht nur einer. Ahad bedeutet, jemand ist einer und einzigartig. Und du kannst ihn nicht mit etwas anderem vergleichen. Nicht, weil er so viel mehr hat, sondern der Vergleich passt nicht. Unter uns Menschen können wir uns vergleichen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Ahnung von, ich habe Wissen über eine Sache. Und der Bruder hier, der hat bestimmt auch Wissen. Also, ich könnte sagen, ich habe mehr Wissen davon oder der Bruder hat mehr Wissen davon. Man kann das vergleichen. Aber mit dem Wissen von Allah kann man das nicht vergleichen. Es passt nicht, dass man über Allah sagt, er hat mehr Wissen als ein Mensch. Das geht nur unter Menschen. Über Allah ist einfach eine andere Kategorie von Wissen, die überhaupt nicht verglichen werden kann mit etwas anderem. Das ist zwar auch Wissen und wir haben auch Wissen, aber das Wissen von Allah ist so umfassend, so überwältigend, so unendlich, dass der Vergleich sich verbietet. Man macht keinen Vergleich mit einer Eigenschaft von Allah und mit irgendeiner Schöpfung. Das bedeutet eigentlich Ahad. Egal, womit du Allah subhanahu wa ta'ala beschreibst, selbst wenn er von sich solche Dinge in Anspruch nimmt, er ist barmherzig, er ist liebevoll, er ist wissend, er ist weise, es ist nie ein Vergleich angebracht mit einer Schöpfung. Das ist die Bedeutung von Ahad. Allah ist immer anders als seine Schöpfung. Eigenschaften, die wir haben, sie sind alle erst einmal unvollkommen. Das Wissen, was wir haben, ist unvollkommen. Unsere Barmherzigkeit ist unvollkommen. Manchmal drehen wir durch, sind überhaupt nicht barmherzig, können uns nicht kontrollieren. Die Eigenschaften, die Allah hat, sind alle vollkommen. Alle vollkommen. Es gibt keine einzige Eigenschaft, die Fehler hat. Das ist der erste Unterschied. Und der zweite, alle unsere Eigenschaften sind uns nur von Allah gegeben. Allah selber wurde keine einzige Eigenschaft gegeben. Er hatte seine Eigenschaften schon immer. Er hat sie von niemandem bekommen. Er war einfach schon immer so. Allah lässt sich nicht mit irgendjemandem vergleichen. Er ist Ahad. Es gibt keine Vergleichsmöglichkeit. Und das war tatsächlich eines der Probleme, warum die Menschen überhaupt auf die Idee gekommen sind, andere neben Allah anzubeten. Wisst ihr, was die logische Begründung von den Leuten in Mekka damals war, warum sie gesagt haben, es muss noch weitere Götter geben? Die haben sich gesagt, ein Gott alleine kann das ganze Universum hier nicht verwalten.
Der ist damit überfordert. Ich meine, Tausende und Abertausende von Menschen und alle machen Dua und er soll das alles gleichzeitig hören und gleichzeitig Gebete erfüllen. Was ist das Problem, was sie haben? Sie stellen sich Allah wie einen Menschen vor. Der Mensch kann sich nicht 1000 Stimmen gleichzeitig anhören und 1000 Bitten gleichzeitig erfüllen. Allah ist nicht zu vergleichen damit. Und die erste Falle deswegen, weshalb die Leute in den Schirk fallen, ist das, dass sie sich Allah vorstellen wie diese Schöpfung. Und diese Krankheit nimmt Allah sofort im ersten Vers raus. Was immer du jetzt glaubst, dieser ganze Vergleich passt nicht. Heutzutage gehen in dieser Gesellschaft genau den umgekehrten Weg. Sie glauben, sie beten ja hier nicht unbedingt andere Götter neben Allah an. Sie sagen, Allah existiert überhaupt gar nicht. Und wenn du dann mit ihnen diskutierst, dann hörst du manchmal auch Begründungen dafür. Und die Begründungen gehen in dieselbe Richtung. Du hörst zum Beispiel Menschen hier, die fragen dann, warum hat Allah diese Schöpfung denn überhaupt so gemacht? Ich habe zum Beispiel schon oft die Frage auch von Muslimen bekommen, warum hat Allah nicht zu Anfang zum ersten Menschen ein Buch gegeben wie den Koran und das einfach geschützt? Warum hat er verschiedene Religionen geschickt, verschiedene Generationen, verschiedene Propheten? Warum hat er das so gemacht? Woher kommt diese Frage? Diese Frage kommt daher, er selber würde das so machen. Wenn er hingehen würde und würde eine Religion sich für die Menschen ausdenken, würde er das so machen. Er nimmt den ersten Menschen, gibt ihm ein Buch in die Hand und das war's. Er würde so handeln. Dass Allah ganz anders handelt, das kommt ihm nicht in den Sinn. Aber er kann sich nicht mit Allah vergleichen. Überhaupt die Frage, warum hat Allah uns erschaffen? Für einen Menschen ist sowas unmöglich zu beantworten. Ich kann von einem anderen Menschen nicht einmal seine Motivation erahnen. Ihr sitzt jetzt hier mit so und so vielen Leuten. Ich weiß von keinem einzigen von euch, warum er hier sitzt. Es kann sein, dass er hier sitzt, um etwas zu lernen. Vielleicht hatte er gerade zufällig eine Verabredung in der Nähe. Vielleicht hofft er am Ende des Vortrags ein Selfie mit mir zu machen. Der hat am Thema selber gar kein Interesse. Vielleicht trifft er einen Freund. Ich habe keinen Schimmer. Und ihr seid Menschen wie du und ich. Bei euch kann ich es nicht mal erahnen, was eure Motivation ist. Wie können wir jetzt hingehen zu jemandem, der Ahad ist, und uns Vorstellungen über seine Motivation machen? Noch dazu, wo Allah so grundverschieden ist von den Menschen. Wir Menschen, wir machen normalerweise nichts, ohne dass wir etwas benötigen dadurch. Wir brauchen das. Wir gehen nicht einfach so irgendwo hin. Wir stehen nicht einfach so auf. Es gibt immer etwas, was wir uns davon erfüllen wollen. Aber Allah braucht überhaupt nichts. Was könnte also seine Motivation sein? Was könnte seine Motivation sein? Wir können diese nicht erahnen. Deswegen diese ganzen Fragen, warum hat Allah dieses und jenes so und so gestaltet? Das führt nirgendwo hin. Allah subhanahu wa ta'ala ist Ahad. Qul huwallahu Ahad. Aber Allah ist nicht nur unvergleichlich. Allahu Samad. Allah ist As-Samad. Das ist tatsächlich ein Wort, oder dieses Wort alleine kannst du ein Buch schreiben. Das Wort As-Samad, oder die Bedeutung, die da drin steckt, ist ein Stein zum Beispiel oder ein Stück Gold. Reines Gold. Ohne irgendwelche Lufteinschlüsse, ohne Verunreinigungen. Alles perfekt und vollkommen. Ein reiner Klumpen Gold. Reines Gold. Nichts anderes drin. Das bezeichnet man im Arabisch mit Musmat. Und daher kommt auch Samad. Samad ist eine der Bedeutungen, die da drin steckt, ist vollkommen. Vollkommen. Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt mehrere da drin. Eine davon ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen. Er ist frei von Fehlern. Genau wie dieser Stein, es ist reiner Stein oder reines Gold. Es gibt keine Luft drin, keine Verunreinigungen. Genauso ist Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen. Jetzt, wenn jemand vollkommen ist, dann bedeutet das, er hat keinen einzigen Fehler, keinen einzigen Mangel und nie, zu keinem Zeitpunkt. Es kann nicht sein, jemand ist montags vollkommen, aber mittwochs nicht. Wenn er mittwochs Fehler hat, dann ist er einfach nicht vollkommen. Vollkommen ist nur jemand, der immer vollkommen ist. Der hat nie, zu keinem Zeitpunkt, irgendeinen Fehler. Niemals. In diesem einen Wort, nur in dem Wort Samad, As-Samad, stecken Antworten auf Fragen drin, die du heute von den Leuten bekommst. So eine Klassikerfrage wurde mir erst kürzlich wieder gestellt. Immer wieder. Es gibt Leute, die finden das wahnsinnig schlau. Die fragen, kann Allah einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht heben kann?
Das soll so eine Trickfrage sein, unglaublich schlau. Also entweder kann er so einen Stein erschaffen, dann hat er ja einen Stein, den er nicht heben kann. Dann ist er ja nicht allmächtig. Oder er kann diesen Stein nicht erschaffen. Wenn er ihn nicht erschaffen kann, ist er auch nicht allmächtig. Jetzt merkt man schon, wenn man eine Frage hat, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Es gibt nur Ja oder Nein als Antwort darauf und beide Antworten sind falsch. Dann stimmt etwas mit der Frage selber nicht. Die Frage ist einfach nur komisch und kompliziert formuliert. Allah ist derjenige, Allah ist Gott und Gott ist vollkommen. Und vollkommen ist allmächtig und das bedeutet, er kann jeden Stein heben. Es gibt keinen Stein, der zu schwer ist für ihn zu heben. Wenn du jetzt fragst, kann er auch einen Stein erschaffen, den er nicht heben kann? Dann bedeutet das, er ist jetzt jemand, der einen Stein nicht heben kann. Er ist nicht mehr allmächtig, er ist nicht vollkommen, er ist nicht mehr Gott. Die Frage ist anders formuliert, kann Gott auch nicht Gott sein? Kann ein blaues Auto auch nicht blau sein? Die Frage ist unsinnig. Die Frage, in der Frage selber steckt schon ein Widerspruch. Deswegen kann man sie auch nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das ist keine Trickfrage oder so. Die Frage selber enthält einen logischen Widerspruch. Deswegen kann man sie nicht richtig mit Ja oder mit Nein beantworten. Das ist eine sinnlose Frage einfach. Sie beantwortet auch das Problem, was viele Christen haben. Es geht ja in der Sura selber um Tawhid. Und die Christen argumentieren tatsächlich haargenau so. Ich habe mal eine Vortragsserie gemacht, warum Christ? Und ich habe darin begründet, warum Allah nicht ein Mensch geworden ist. Die Christen sagen ja, Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Dann ist er nicht mehr vollkommen, er ist ja jetzt ein Mensch. Und sagen, na, jetzt sagst du, er kann nicht Mensch werden? Er kann nicht Mensch werden? Du sagst selber, das habe ich mal als Antwortvideo erstellt, da habe ich einen Ausschnitt genommen und dann, ist bei euch Gott nicht allmächtig? Das hat nichts mit Allmacht zu tun. Allah ist vollkommen. Wenn er zu einem einzigen Zeitpunkt, von mir aus vor 2000 Jahren als Jesus Christus, Mensch geworden ist und unvollkommen, dann ist er nicht Gott. Er ist nie Gott gewesen. Gott ist nur jemand, der immer vollkommen ist, zu jedem Zeitpunkt, ohne Unterbrechung. Deswegen sagte ich eben, vollkommen bedeutet, du kannst nicht sagen, er ist montags vollkommen und mittwochs unvollkommen. Mittwochs hat er Fehler, mittwochs kann er nicht rechnen. Dann ist jemand nicht vollkommen. Wenn er vor 2000 Jahren nicht vollkommen war, ist er niemals Gott gewesen. Vollkommenheit bedeutet, er hat keine Eigenschaften, die seiner Vollkommenheit widersprechen. Es ist deswegen nichts Schönes, wenn Gott Mensch werden kann. Es ist auch nichts Schönes, wenn man sagt, Gott ist allmächtig, er kann sich umbringen. Es ist keine gute Eigenschaft, sich umbringen zu können. Es ist nichts Schönes, was man über Allah sagt. Nein, Gott bringt sich nicht um. Gott ist ewig lebend. Er hat kein Leben, was man beenden könnte. Er hat gar kein Leben, was man so aufhören kann. Und es nützt einem Christen auch nichts, wenn er das glaubt. Denn wenn du sagst, Gott kann unvollkommen werden, dann kann Gott nicht nur Mensch werden, er kann sich ja tatsächlich auch umbringen, oder nicht? Und wenn Gott sich, vielleicht hat Gott sich ja schon gestern umgebracht. Und wenn du jetzt heute Dua machst und dieser Dua nicht beantwortet wird, dann weißt du nicht, ob Gott überhaupt noch da ist und deine Dua beantwortest oder ob er nicht gestern schon gestorben ist. Es kann ja sein, dass er gestern seine Vollkommenheit aufgegeben hat. Das sind keine Vorteile. Allah ist vollkommen As-Samad. Er geht nicht auf die Toilette, er bringt sich nicht um, er wird auch nicht Mensch. Das ist alles dieselbe Kategorie. Das passt alles nicht. Wenn er das machen würde, er wäre überhaupt niemals Gott. Er wäre was vollkommen anderes. Das ist Musmad, der Vollkommene, aus As-Samad. As-Samad hat noch mehr. Sehr viele Bedeutungen stecken darin. Samad bezeichnet man zum Beispiel, oder früher, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, in der arabischen Gesellschaft gab es immer jemanden, der hat so die Angelegenheiten geregelt. So in einem Dorf oder bei einem Stamm gab es jemanden, wenn du ein Problem hast, du gehst zu ihm hin, erklärt das für dich. Und so jemand nannte man As-Samad. Derjenige verwaltet alles für dich. Du gehst zu ihm hin, du sagst ihm so und so, ich habe einen Container im Zoll, die machen Theater, weil irgendwas mit den Papieren nicht stimmt, geh mal hin und klär. Und der macht das auch klar für dich. Ja? Alles in Ordnung. So jemand nennt man As-Samad. Das war tatsächlich einer der Gründe, warum ich dieses Sura immer lese in schweren Zeiten. Wenn irgendwelche Projekte vor mir stehen, und ich so ein bisschen Angst habe oder so, ob das klappt oder nicht. Tatsächlich waren das die Momente, wo ich in jedem Gebet, in jeder Raka nur dieses Surah gelesen habe. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ich habe mir immer wieder dabei bewusst gemacht, egal was du hier anstellst, an irgendwelchen Projekten, die du planst, mit deinen Zielen und so weiter und so fort, der eigentliche Verwalter von diesem ganzen Kram, was am Ende dabei herauskommt, ist Allah. Das Problem, was wir haben, und deswegen machen wir uns selber verrückt,
Wir denken, wir sind derjenige, der das Ganze macht. Und wenn das Ganze am Ende scheitert, sind wir diejenigen gewesen. Aber wenn ich solche Projekte hatte, es gab wirklich einige, wo es knapp war manchmal, wo es so auf der Kippe und so weiter, ich wusste nicht, wie das Ganze endet. Und ich habe diese Sura immer oft gelesen. Und je mehr ich diese Sura gelesen habe, desto mehr habe ich mir klar gemacht, Junge, das Ganze liegt überhaupt gar nicht in deiner Hand. Verwalten tut es jemand anders. Und je mehr ich die Sura gelesen habe, desto mehr bin ich mir vorgekommen wie ein Zuschauer. Ich habe einfach mein Ding durchgezogen, so nicht. Das heißt nicht, dass ich passiv werde. Ich mache das, von dem ich überzeugt bin, was ich glaube, was richtig ist. Und am Ende lasse ich mich überraschen, was Allah subhanahu wa ta'ala daraus bastelt. Und das hat mir Ruhe gegeben. Das Ganze hing sowieso nicht von mir ab. Ich war komplett außen vor. Was Samad macht das Ganze? Was Samad? Das ist seine Sache. Eine weitere Bedeutung, die aus Samad drinsteht. Aus Samad ist derjenige, zu dem sich die Herzen wenden. Die Herzen von allen Menschen. Das, was in dir drinsteckt, ist eine Sehnsucht nach Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe einmal einen Vortrag gehalten über die Seele. Und ich habe darin erwähnt, dass die Seele, die in jedem Menschen steckt, bevor ihr geboren wurdet, war diese Seele bei Allah. Und Allah erwähnt diese Begegnung im Koran. Allah hat vor allen Zeiten schon die Seelen vor sich versammelt und hat von ihnen mit ihnen einen Vertrag gemacht. Bin ich nicht euer Herr? Und die Seelen haben gesagt, ja. Die Seele selber war schon bei Allah und sie kommt jetzt hier auf die Erde. Wenn du geboren wirst, kommt diese Seele in deinen Körper und jetzt bist du hier. Aber die Seele war schon einmal bei Allah. Was für eine Strafe ist das, wenn du aus der Gesellschaft von Allah runtergenommen wirst, rausgenommen und bist jetzt hier auf der Welt? Wie kann sich die Seele fühlen? Eigentlich möchte sie dahin zurück. Und diese Sehnsucht steckt in den Menschen. Diese Sehnsucht nach dieser Perfektion, der Vollkommenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim hat einmal was sehr Schönes gesagt. Er sagte im Herzen, es gibt eine Leere im Herzen, die kann nur gefüllt werden durch Allah. Du hast einen Platz im Herzen, nichts kann ihn füllen. Nur Allah kann diesen Platz ausfüllen. Du kannst dich Allah nehmen und reinstecken. Das Einzige, was du machen kannst, ist Allahs Gedenken. Dass du dir Allah bewusst machst und ihn dadurch in dein Herz rufst, sozusagen. Es gibt einen Platz, du kannst ihn nur damit füllen. Es gibt nichts anderes. Wenn du das nicht machst, hast du immer noch diese Leere im Herzen. Und der Mensch geht dann dahin und füllt sie mit etwas anderem. Das ist das, was du hier siehst. Diese Leere im Herzen füllen sie mit allen Dingen. Mit Dingen, von denen sie glauben, dass sie glücklich werden. Gehen die, keine Ahnung, Nacht in die Diskothek oder was auch immer, was sie machen. Das, von dem sie glauben, sie genießen das Leben. Aber sie rennen dem bis zum Ende ihres Lebens hinterher, aber diese Leere in ihrem Herzen füllen sie niemals. Diese Leere kann nur auf Samad füllen. Das ist das, wo es das Herz hinzieht. Wisst ihr, früher gab es Leute, die haben verrückte Sachen gemacht. Imam Shafi'i, von ihm wird berichtet, im Ramadan hat er 60 Mal den Koran gelesen. 60 Mal, jeden Ramadan. Zweimal jeden Tag. Zweimal jeden Tag den Koran. Lassen wir mal die Frage, wie er das zeitlich angestellt hat, wie er das organisatorisch, davon rede ich gar nicht. Wie hat jemand so viel Sabr, so viel Standhaftigkeit und Geduld, sich 30 Tage lang jeden Tag hinzusetzen und den Koran zweimal von Anfang bis Ende zu lesen? Ich sage euch, wie er das gemacht hat. Das hier, die Erinnerung an Allah, hat diesen Platz in seinem Herzen gefüllt. Und das hat eine Süße. Und wenn du diese Süße einmal geschmeckt hast, du willst damit nicht aufhören. Das Verlassen vom Koran war für ihn die Strafe. Nicht das Weiterlesen und so weiter. Er hätte noch weiterlesen können. Das hat diesen Platz im Herzen ausgefüllt. Wenn du diesen Platz füllst, du willst nicht davon weggehen. Das sind nicht nur Leute, die früher gelebt haben. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen in Medina getroffen, vor 20 Jahren ungefähr. In der Moschee von Medina, ich habe ihn mit einem Freund zusammen besucht. Und das war ein Mensch, der hatte so Nur im Gesicht, so Licht, so eine Ausstrahlung. Du siehst ihn und du hältst ihn für einen gottesfürchtigen Menschen, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum man das glaubt. Und ich habe zu meinem Freund gesagt, ich würde gerne mit ihm mehr Zeit verbringen. Und der Freund sagte mir, ich kenne diesen Mann, du wirst es mit ihm nicht aushalten. Ich habe gefragt, wieso, was? Er macht so einen lieben und freundlichen Eindruck. Er sagt mir, glaub mir, du wirst es mit ihm nicht aushalten. Und ich habe immer wieder gefragt. Und er erzählte mir, guck mal, ich schätze ihn, ich mag ihn sehr. Ich bin einmal von ihm gereist, von Medina nach Mekka, glaube ich, oder nach Riad, ich weiß es nicht mehr genau. Längere Reise. Er ist bei mir ins Auto eingestiegen. Wir haben auf der Fahrt kein einziges normales Wort geredet. Keins. Er fing an
und sagte, du fängst an mit Koran lesen, er hat Surat Yasin, dann liest er einen Teil vom Koran, dann machen die Dhikr, dann macht er, liest er Koran, abwechselnd haben sie Koran gelesen, Dhikr gemacht, die reden nicht normal. Und du kannst mit ihm auch nicht normal, du kannst mit ihm nicht über Fußball reden. Du kannst mit ihm nicht in eine Dönerbude gehen und eine Stunde lang und so weiter reden. Das für ihn ist Strafe. Er leidet daran. Er wird keine 5 Minuten da sitzen. Und ich sage das nicht, um die Menschen zu zerstören, dass wir alle meinen, wir müssen so werden. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass ihr einen Platz im Herzen habt. Einen Platz, der nur von As-Samad gefüllt werden kann. Das ist das, worum es geht. Und je mehr man diesen Platz füllt, desto weniger legst du Wert auf diesen ganzen Kram da draußen. As-Samad. As-Samad ist derjenige, das ist eine weitere Bedeutung. As-Samad ist derjenige, von dem alles abhängt und er selber hängt von nichts ab. Er selber ist nicht abhängig. As-Samad, alles hängt von ihm ab, aber er selber hängt von nichts ab. Und ihr merkt eine Sache. Ihr habt hier so viele Menschen gerade in diesem Land, die haben alles Mögliche. Die haben mehr als genug Geld. Die haben ein schickes Dach über dem Kopf, die haben einen Job, die haben eine Versicherung für alles Mögliche. Aber wisst ihr, was denen fehlt? Die Ruhe im Herzen. Die haben keine Ruhe. Alles, was die haben, gibt denen keine Ruhe. Jetzt würde man ja eigentlich denken, warum eigentlich nicht? Wenn du 100 Versicherungen abgeschlossen hast, du hast mehr Geld, als du brauchst, was macht dich immer noch unruhig? Eigentlich ist doch alles für dich geklärt. Wisst ihr, warum man nicht ruhig wird? Das Herz weiß, dass all diese ganzen Dinge, das Geld und deine Versicherungen, nichts damit zu tun haben. Es hängt nur ab von Allah SWT. Damit hat das gar nichts zu tun, wie dein Leben verläuft und ob du sicher bist oder ob du nicht sicher bist. Deswegen kannst du 100-mal deine Excel-Tabelle überprüfen. Sie kann dir sagen, am Ende des Monats hast du genug Geld. Das hat gar nichts damit zu tun. Dein Herz weiß, die Sache hängt davon nicht ab. Nicht von der Excel-Tabelle, nicht von deinen Versicherungen, nicht von deinem Einkommen, nicht von deinem Vermögen, nicht von dem, was du an Häusern und sonstigen Dingen hast. Die Sache hängt ab von Allah SWT. Und ihr habt andere Menschen, die haben all das nicht. Das, was wir hier haben, das haben wir nicht immer ansatzweise. Viel, viel weniger und sie leben ruhiger. Leben sehr viel ruhiger. Sie haben einen Platz im Herzen gefüllt. Wenn sie diesen Platz gefüllt haben, dann machst du dir diese Sorge nicht mehr. Das Dunya kann dir die Sorge nicht nehmen. Denn am Ende hängt alles ab von As-Samad, von Allah SWT. Und je mehr du das verinnerlichst, desto weniger verlässt du dich auch auf, oder desto weniger setzt du deine Hoffnung einzig und allein in die anderen Menschen. Du setzt deine Hoffnung irgendwann in Allah. Je mehr du das verinnerlichst, desto mehr Hoffnung setzt du in Allah, weil es tatsächlich von ihm abhängt. Wisst ihr, die Menschen, wenn ihr die Menschen wirklich mal betrachten würdet, der einzige Grund, warum ich hier noch sitze und euch etwas erzählen kann, ist tatsächlich, weil dieser Körper hier, diese Maschine aus keine Ahnung wie vielen Milliarden Zellen, sie wird am Leben gehalten in jeder Sekunde von Allah. Jede einzelne Sekunde. Atemzug, Herzschlag und so weiter. Das ist alles nur eine Sache von Allah, die er meinem Körper gestattet. Er könnte auch sofort den Stecker ziehen. Und die Sache wäre sofort vorbei. Wenn ihr euch wirklich Menschen vorstellen wollt, stellt euch nicht die Menschen vor, so wie wir hier sitzen. Habt ihr schon mal Menschen gesehen im Krankenhaus, die so einen schweren Unfall überlebt haben? Und dann hängen die so an Schläuchen und Maschinen und an diesen Geräten und so weiter und so fort. Der einzige Grund, warum die noch am Leben gehalten sind, ist nur die Maschine. Eins für die Beatmung, eins für das Herz, für die Lunge, Niere, alles ist irgendwie an Maschinen angeschlossen. Alle Menschen sind ganz genau so. Alle. Jeder Einzelne. Die Maschinen sieht er nur nicht. Denn es sind nicht die Maschinen, die seinen Körper am Leben erhalten. Es ist Allah. Das ist die Realität der Menschen. Und wenn du dir das vor Augen hältst, das sind nicht mehr die Dinge, in die du Vertrauen oder Verlass hast. Drücken wir es so aus. Es hängt nicht von diesen ab. Am Ende ist es das, was die Menschen immer zum Schritt getrieben hat. Menschen glauben, dass ihr Leben oder ihr Glück abhängig ist von irgendwelchen anderen Dingen. Deswegen haben sie früher Götter angebetet, wie einen Gott für die Ernte. Wenn du den nicht anbetest, dann ist die Ernte futsch. Oder ein Gott für die Familie, du willst viele Kinder haben, du musst den Gott anbeten, wenn du das nicht machst und so weiter und so fort. Und heute gehen die Menschen wieder den umgekehrten Weg. Die Menschen glauben, weil sie unabhängig sind von Allah, brauchen sie ihn nicht mehr. Und dann beten sie nicht andere Götter an, sie werden Atheisten.
Beides ist ein Missverständnis. As-Samad, er ist der eine Einzige, von dem alles abhängt. Es gibt keine weiteren Götter, von denen was abhängt, für Ernte, Familie oder sonst irgendwas. Gleichzeitig hängt er von ihm alles tatsächlich ab. Und ihr merkt auch daran, dass es manchmal eine Weisheit sein kann, wenn ihr die Menschen heute beobachtet, warum Allah den Menschen Katastrophen schickt. Gäbe es keine Katastrophen auf der Welt, alles wäre immer so easy going. Alles wäre immer ein ganz leichtes Leben. Die Menschen hätten in einer Sekunde vergessen, dass sie von Allah abhängig sind. Das passiert schon heute hier in dieser Welt. Sie leben schon heute in dieser Illusion. Und jetzt kommt eine Not oder irgendeine Katastrophe und der eine oder andere erinnert sich. Ich weiß nicht, wer das sagte. Das Problem des Atheismus ist ganz einfach zu lösen. Pack die Leute in ein Flugzeug und lass das Ding abstürzen. Ja, du siehst selber, was dann los ist. Der Mensch muss manchmal genau dahin getrieben werden, sonst vergisst er das. Es ist gut, dass diese Welt nicht so konstruiert ist. Es ist gut. Und tatsächlich, wenn wir das nochmal verinnerlichen, was wir eben gesagt haben, du hast eine Leere in deinem Herzen. Selbst wenn Allah dich durch eine Katastrophe zurückführt, ist es besser, als wenn er dich einfach so lässt. Und selbst die Gebote und Verbote, die er hat, sind nur, damit du dein eigenes Herz nicht schädigst, deine eigene Seele nicht quälst. Wir denken heute manchmal, 5 Gebete am Tag seien eine Pflicht. Allah hat das zur Pflicht gemacht und wenn man das nicht macht, wird man bestraft und er hat auch ein Recht dafür und das ist alles richtig. Aber Tatsache ist, diese 5 Gebete brauchst du, um deine Seele am Leben zu halten. Deine Seele wird sofort verhungern, wenn du das nicht machst. Was Allah sagt, er braucht sowieso nichts von den Gebeten. Was soll Allah mit deinen Gebeten anfangen? Ob du betest oder nicht betest, das nimmt von deiner Herrschaft überhaupt nichts weg. Das spielt gar keine Rolle. Es ist eine Sache für dich. Du hast in dir diese Seele stecken. Tatsächlich ist, wenn Allah sagt, dass du 5 Mal am Tag beten sollst, das ist wie wenn du hast ein kleines Kind an der Hand und jemand sagt dir, du musst auf das Kind aufpassen und es füttern und nicht verhungern lassen. Das ist das, was Allah mit den Gebeten sagt für deine Seele. Lass deine Seele nicht verhungern. Und dasselbe mit Sünden, die er verbietet. Sünden sind ein Schlag für deine eigene Seele. Lass diese Seele ganz einfach. Allah hat nichts davon. Das ist As-Samad. As-Samad ist derjenige, zu dem sich das Herz hingezogen fühlt. Und gleichzeitig ist Allah nicht nur As-Samad, er ist Ahad. Er ist einzigartig. Es gibt für ihn keinen Ersatz. Du kannst mit deinem Herzen anstellen, was du willst, aber für Allah SWT gibt es nirgendwo einen Ersatz. Du füllst diesen Platz im Herzen mit Allah oder er bleibt leer. Menschen haben zu allen Zeiten Allah Götter gegeben mit einer bestimmten Philosophie. Dahinter steckt tatsächlich ein bestimmtes Mindset. Kennt das vielleicht, wenn ihr arbeitet in einer Firma und ihr habt Mist gebaut und der Chef ist sauer auf euch und ihr habt Angst, zu dem Chef zu gehen. Aber ihr seid zufällig mit dem Sohn vom Chef befreundet. Beste Kumpels. Wenn der Chef einen Sohn hat und du bist mit ihm ein guter Freund, dann gehst du zu dem Sohn. Und du sagst mir immer zu, ich habe so und so gemacht, du weißt ja, dein Chef wird sauer, klär das mal bitte mit ihm. Dieselbe Idee steckt tatsächlich im Schirk. Du siehst es am deutlichsten bei den Christen. Die Christen sagen das ja direkt. Also Allah ist jemand, der Mensch hat seine ganze Palette an Sünden, die wird ja nicht los, aber wir haben jemanden, der für alles bezahlt. Und das ist wer? Der Sohn von Allah SWT. Dasselbe haben damals im Übrigen auch die Araber gedacht. Die Araber dachten damals, okay, was auch immer passiert, wenn wir irgendwann einmal vor Allah stehen, es gibt Fürsprecher für uns, die klären das schon. Das ist eine der Ideen dahinter. Und um dieser Idee den Boden zu entziehen, gibt es den nächsten Vers. Die ersten 2 Verse dieser Sura beschreiben tatsächlich Allah und die Beschreibung würde reichen. Sie wäre schon genug. Die nächsten beiden Verse, sie machen noch einmal klar, oder sie verdeutlichen eigentlich nur die ersten beiden, die schon gekommen sind. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Er hat kein Kind gezeugt und er wurde auch selber nicht gezeugt. Die Idee, warum die Menschen gesagt haben, Allah, Gott, hat ein Kind gezeugt, war okay. An Gott kommen wir nicht ran, aber wenn wir seinen Sohn, wenn wir mit ihm eine gute Beziehung haben, dann ist bei Gott schon alles paletti.
Tatsächlich steckt dahinter die Idee, dass man seine eigene Verantwortung für seine Taten nicht übernehmen möchte. Der klärt schon die Sache für uns. Das ist die Idee von Schirk. Das Interessante an diesem Vers ist, Lam Yalid, er hat kein Kind gezeugt. Das ist die Bedeutung davon. Das haben schon oft welche behauptet. Aber noch nie hat einer behauptet, Allah, der eine Schöpfer, das haben ja viele geglaubt, dass es einen einzigen Schöpfer gibt. Noch nie hat jemand behauptet, er selber wurde gezeugt. Und es ist interessant, dass Allah das hier erwähnt, Lam Yalid wa Lam Yulad. Lam Yalid, er hat nie ein Kind gezeugt. Okay, liebe Christen, liebe Araber damals, das, was ihr glaubt, stimmt nicht. Lam Yulad, er selber wurde nicht gezeugt. Es hat noch nie jemanden gegeben, der sowas behauptet hat. Warum überhaupt sowas? Warum überhaupt sowas? Tatsächlich ist die Vorstellung, dass Gott selber gezeugt wurde, geboren wurde, das etwas, was selbst die Christen ablehnen würden. Die würden sagen, das irgendwie passt das nicht. Aber eigentlich sollte es für sie etwas ganz Normales sein. Eigentlich sollten sie damit gar kein Problem haben. Denn sie sagen ja schon, Jesus selber ist der Sohn Gottes. Er ist selber Gott und er wurde geboren. Jesus ist ein Gott, der geboren wurde. Wenn ihr schon an einen Gott glaubt, der geboren wurde, was ist jetzt das große Problem, dass es noch einen Gott darüber gibt, der auch geboren wurde? Also die Vorstellung selber sollte eigentlich für niemanden ein Problem sein. Und wenn Allah hier sagt, Allah selber wurde nicht gezeugt, er wurde nicht geboren. Und wenn du schon sagst, okay, das macht Sinn. Alles andere, was Gott ist oder von dem du behauptest, dass es Gott ist, notwendigerweise kann es auch nicht geboren sein. Es macht alles keinen Sinn. Zu behaupten, es gibt einen Gott und er wurde geboren, passt einfach nicht. Lam Yalid wa Lam Yulad. Es beantwortet noch eine weitere Frage, die wurde auch manchmal gestellt in der Dawa. Und zwar, du sagst, erklärst jemandem, dieses Universum, das existiert ja nicht ewig. Das gibt es 13,8 Milliarden Jahre. Wer hat dann dieses Universum erschaffen? Macht Sinn, es gibt einen Gott, jemanden, der das erschaffen hat. Wisst ihr, was da manchmal als Frage kommt, auch mehr so als Trickfrage? Okay, wenn das Universum einen Schöpfer hat, der es erschaffen haben muss, wer hat dann diesen Schöpfer erschaffen? Der muss doch eigentlich dann auch irgendjemanden haben. Okay, wenn das Universum einen Schöpfer hat und dieser Schöpfer erschaffen wurde von einem anderen, der andere braucht ja dann auch wieder einen Schöpfer. Noch einen dritten. Dieser dritte Schöpfer, er bräuchte auch einen Schöpfer und einen vierten. Und die Kette könntest du unendlich lang fortsetzen. Immer mit einem Schöpfer, der noch einen Schöpfer braucht, der noch einen Schöpfer braucht. Es muss irgendwann einmal einen gegeben haben, der keinen Schöpfer braucht. Der existiert einfach schon immer. Ohne Anfang und ohne Ende. Ewig. Ewig. Es muss jemanden geben. Es kann nicht eine unendlich lange Kette von Schöpfern geben. Unmöglich, dass sowas existiert. Stellt euch mal einen Scharfschützen vor. Einen Sniper. Jetzt keine Angst kriegen, es geht nicht um Militär. Es geht um eine Idee. Ja, ein Scharfschütze. Er hat sein Gewehr angelegt. Und der Scharfschütze, er wartet auf den Befehl von seinem Vorgesetzten. Okay. Der Vorgesetzte von ihm, er muss auf den Befehl von seinem Vorgesetzten warten. Der Vorgesetzte wiederum muss auf den Befehl von seinem Vorgesetzten warten. Der wartet auf den Befehl von seinem Vorgesetzten und die Kette würde unendlich lang gehen, eine unendlich lange Kette von Vorgesetzten. Wann würde dieser Sniper schießen? Nie. Wenn die Kette unendlich lang ist, er würde nie zum Schuss kommen. Er würde ewig auf den Befehl warten, weil die Kette ja unendlich lang ist. Gäbe es eine unendlich lange Kette von Schöpfern, immer mit einem Schöpfer, der muss erschaffen haben, es gäbe hier unten niemals eine Schöpfung. Eine unendlich lange Kette von Schöpfern wird niemals beendet. Es kommt keine Schöpfung am Ende dabei heraus. Lam Yalid wa Lam Yulad ist die Antwort darauf. Es gibt einen einzigen Schöpfer, er hat aber keinen Anfang und kein Ende. Er existiert einfach schon ewig. Lam Yalid wa Lam Yulad. Wa Lam Yakul lahu kufuan ahad. Und keiner ist ihm gleich. Und niemand ist ihm jemals gleich. Niemand ist ihm gleich. Er hat keinen, der ihm gleich ist. Ihm gleich, das arabische Wort dafür ist Kufu. Er hat keiner, der ihm ebenbürtig ist. Kufu ist tatsächlich, eigentlich bezeichnet man im Kampf zum Beispiel einen Gegner auf Augenhöhe.
So im Boxring zum Beispiel, zwei Boxer, gleiche Gewichtsklasse, ungefähr gleiche Stärke. Das bezeichnet man im Arabischen als Kufu. In der Schlacht ein Gegner, der es mit dir aufnehmen kann, auf Augenhöhe. Das Interessante ist, es ist auch eines der Wörter für Ehefrau. Jetzt fragt mich nicht, wie die Araber das konstruiert haben. Aber es ist auch, Kufu ist auch eine der tatsächlich Ehefrau. Aber es ist in der Schlacht ein Gegner, der es mit dir aufnehmen kann. Ein Gegner auf Augenhöhe. Und es gibt niemanden. Du würdest jetzt denken, okay, wenn Allah Kinder hätte, das wäre natürlich das Schönste überhaupt. Denn wenn ich ein Kind habe, ich selber bin ein Mensch, und wenn ich ein Kind habe, ist das auch wieder ein Mensch. Und wenn es Gott gibt und der Gott hat Kinder, dann müssen diese Kinder ja auch Gott sein. Die gibt es jetzt nicht, das war schon im Vers vorher geklärt. Er hat keine Kinder, das heißt, es gibt niemanden, der einfach so geboren wurde oder er ist Gott. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Gott hat keine Kinder, aber vielleicht gibt es ja draußen irgendjemanden, der es mit Allah aufnehmen kann. Kann ja sein. Okay, er hat keine Kinder, aber vielleicht ist draußen jemand unterwegs. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Niemand kann es mit ihm aufnehmen. Und wenn es niemanden gibt, dann brauchst du deine Hoffnung auch nicht in andere setzen, sondern nur in Allah. Tatsächlich ist das Arabische hier ein wenig unnormal formuliert, drücken wir es so aus. Es ist nicht die erwartete Reihenfolge. Normalerweise im normalen Arabisch, ganz normal, wenn man so auf der Straße sprechen würde, würde man nicht sagen, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Man würde sagen, وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ كُفُوًا لَهُ. Eigentlich sind die Wörter so ein bisschen vertauscht. Das kann man im Arabischen machen, wenn man eine Sache besonders betonen will. Wenn man den Vers noch genauer übersetzen würde, dann heißt es nicht nur, es gibt niemanden, der ihm gleich ist oder niemand, der ihm ebenbürtig ist. Eigentlich bedeutet es, Allah, er ist der eine, für den es niemanden gibt, der es mit ihm aufnehmen kann. In Klammern, jeder andere hat aber Menschen, die es mit ihm aufnehmen können oder andere, die es mit ihm aufnehmen können. Nur Allah ist der Einige, mit dem es niemand aufnehmen kann. Keiner ist ihm ebenbürtig, keiner ist gleich mit ihm. Das ist eigentlich die Bedeutung von diesem Vers. Alle anderen haben das. Und wenn du das verinnerlichst, Allah formuliert das ja aus bestimmten Gründen so. Diese ganze Sura, das sind vier Verse. Wisst ihr, worum diese vier Verse gehen? Dass du dein Herz und deine Hoffnungen mit Allah subhanahu wa ta'ala verbindest. Und dich auf Allah verlässt und nicht auf die anderen. Du kannst die anderen bitten und wir gehen mit ihnen freundlich um. Und das ist alles gar kein Problem. Aber deine letztendliche Hoffnung, sie geht nicht dahin. Das ist das Kernstück von dieser Sura. Das ist das Kernstück von dieser Sura. Und wisst ihr, das wissen bestimmt viele von euch. Ihr kennt diesen Hadith, wie viel diese Sura wert ist vom Koran. Das kennen bestimmt ja. Bitte schön. Ein Drittel, genau. Diese Sura gleicht einem Drittel des Korans. Da gibt es einige Erklärungen dafür. Eine der geläufigsten Erklärungen ist ein Drittel des Korans. Weil ein Drittel des Korans über Tawhid reden. Sie beschreiben Allah und die Einzigartigkeit von Allah. Und das ist alles hier zusammengefasst. Sprich, wenn du diese vier Verse verstanden hast, als Wissen über Allah reicht das schon. Das andere sind noch Details, die sind schön und obendrauf. Aber das hier reicht schon. Wenn du das verstanden hast, top. Es reicht vollkommen aus. Es reicht vollkommen aus als Tawhid von Allah. Tatsächlich, finde ich, ist der Koran das schönste Aqidah-Buch überhaupt. Aqidah selber lerne ich am liebsten nur vom Koran. Ich mag gar keine anderen Bücher mehr lesen über dieses Thema. Das, was ich suche, ich finde das da auch viel, viel, viel schöner erklärt. Was nicht bedeutet, andere Bücher haben nicht ihren Platz, so will ich das nicht sagen. Das klingt vielleicht zu hart. Aber sie sind Sekundärliteratur. Das kann man dazu noch lesen, und, ja, aber hauptsächlich, das Schönste ist immer noch der Koran. Das Schönste von all dem ist immer noch der Koran. Und ich sage ganz ehrlich, es gibt einige Dinge, die ich manchmal über Allah gelesen habe, nicht im Koran, außerhalb davon. Sie haben mir tatsächlich, oder ich weiß es nicht, also meinem Iman haben sie eher geschadet als alles andere, obwohl es etwas für Allah war. Schaut mal, ich bin vor über 25 Jahren Muslim geworden. 25 Jahre ist das her. Und ich weiß noch, als ich Muslim geworden bin, oder bevor ich Muslim geworden bin, ich habe ein Buch gelesen über das Jenseits. Und es gibt einen Hadith, der hat mich gepackt und gefesselt. Das war ein Hadith, der sagte, am Ende der Zeit, wenn das ganze Universum zusammenbricht, Allah wird das Universum nehmen, das ganze Universum, hier diese Schöpfung, wird das zusammenrollen, in seine rechte Hand nehmen und sagen, ich bin der König der Könige, wo sind die Könige dieser Welt? Das war der Hadith.
Ich habe diesen Hadith gelesen und ich war weg. Ehrlich, es hat richtig mein Herz gepackt. Richtig mein Herz hat gebebt. Das ganze Universum, der rollt das zusammen, nimmt das in seine rechte Hand und er sagt dann hier, ich bin der König, wo sind die Könige dieser Welt? Und du kannst dir das, also wenn du dir das vorstellst, ja, es hat niemand mehr den Mund aufzumachen, ich bin der König oder irgendwas. Es war so eine schöne Beschreibung von Allah. So eine schöne Beschreibung. Wisst ihr, wie lange die für mich schön war? 5 Jahre. Von den 25 Jahren, die ich Muslim bin, 5 Jahre. Danach war die nicht mehr schön. Wisst ihr, was passiert ist? Nach 5 Jahren habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben, ich kannte das gar nicht, die ersten 5 Jahre waren ohne Internet. Schönste Zeit des Lebens. Nach 5 Jahren habe ich zum ersten Mal Leute getroffen. Und dann ging es um diesen Hadith. Und ich fand diesen Hadith immer noch so schön. Und wisst ihr, was plötzlich das Diskussionsthema in diesem Hadith war? Allahs rechte Hand. Ich habe mir 5 Jahre nie darüber Gedanken gemacht. Ich habe das so gelesen und mein Herz hat gebebt. Und urplötzlich fingen Diskussionen an. Ist das wörtlich gemeint? Ist das richtig übersetzt? Hat das nicht noch andere Bedeutung? Kann man das so stehen lassen? Etc. Lange Diskussion. Ich habe Artikel darüber gelesen, übersetzt, verbreitet und keiner. Nur mit diesem Thema. Unabhängig davon, ob du jetzt die richtige oder falsche Antwort am Ende erwischt hast. Aber wisst ihr, was passiert? Die Schönheit geht weg. Die Schönheit geht weg. Vielleicht habt ihr schon mal ein schönes Gedicht gelesen. Wunderschön. Aber das ist nur, wenn ihr es einfach so lest. Wenn ihr anfangt, das zu analysieren, jeden Vers, es gibt so und so viele Verse, so und so viele Silben in jedem Vers, das ist das Reimversschema X, Y und Z, dann hast du das Gedicht analysiert. Aber die Schönheit ist weg. Dasselbe passiert damit, wenn du Allah SWT analysierst. Seine Eigenschaften so auseinander nimmst und das zu einem Diskussionsthema macht. Ich kann mich an einen pakistanischen Dichter erinnern. Er sagt, Tawhid ist etwas, was in den Herzen der Männer gebrannt hat. Wie eine Flamme. Tawhid war eine Flamme in den Herzen der Männer. Und ihr habt daraus eine theologische Debatte gemacht. Es verliert seinen Geschmack. Ihr kennt einen Hadith, dass im letzten Drittel kommt Allah in den untersten Himmel. Und er sucht diejenigen, die Dua machen. Ich habe diesen Hadith mit dem gelesen, durch den ich zum Islam gekommen bin. Und ich kann mich an die Nacht erinnern. Wir sitzen zusammen und wir waren wie verrückt. Das letzte Drittel, noch ist nicht Fajr und wir haben uns gegenseitig angestoßen. Lass uns Dua machen und gebeten. Und wir haben 2 Dakar gebetet mit dem bisschen Koran, was wir konnten. Aber wir haben diesen Hadith gelesen und 2 Dakar gebetet. Und am Ende von 2 Dakar sagt er zu mir, Achi, es ist noch nicht Fajr. Allah ist im untersten Himmel. Lass uns nochmal beten. Und wir beten nochmal 2 Dakar. Und wir haben Dua gemacht. Unsere Herzen sind so übergeflossen mit Dua, weil wir diesen Hadith so schön fanden. Bis Leute ein Theater angefangen haben, wenn Allah in den untersten Himmel kommt, ist dann der Platz oben leer? Ist dann der Platz leer? Es hat die ganze Schönheit weggenommen. Allah, die Schönheit war weg. Ein Freund von mir ist auch konvertiert. Er sagt mir, er hat einen Hadith gelesen, dass im Gebet Allah vor dir ist. Und als er das gelesen hat, das war in Medina, sein Herz war so mit Khushu', mit Demut vor Allah erfüllt. Er stand in der Moschee in Medina und er ist übergeflossen. Und kurz danach sind Leute zu ihm gekommen und haben gesagt, du kannst nicht sagen, Allah ist vor dir. Denn wenn du sagst, Allah ist vor dir, dann sagst du, Allah hat eine Richtung. Wenn Allah eine Richtung hat, sagst du, er ist in diese Richtung und nicht in eine andere. Das bedeutet, Allah ist begrenzt. Aber Allah kann nicht begrenzt sein durch 3 Dimensionen. Deswegen darfst du nicht sagen, Allah ist vor dir. Ehrlich gesagt, in all diesen Themen, in all diesen Fragen, es interessiert mich kein Stück, was die richtige Antwort ist. Überhaupt gar nicht. Null. Die ersten 5 Jahre habe ich mich nie damit beschäftigt, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Nie. Es hat mich nie interessiert. Ich habe diese Dinge gehört und gelesen und ich habe mein Herz mit Allah SWT verbunden. Die Sahaba haben diese ganzen Debatten überhaupt nicht geführt, kein Mal. Wenn diese Debatten für später aufgekommen sind, dann haben das Gelehrte gemacht. Die haben sich in ein kleines Zimmer eingeschlossen mit 5 Mann, Schlüssel weggeworfen und haben die untereinander haben die auf eine schöne Art und Weise diskutiert. Aber die Gelehrten früher waren auch anders. Ihre ganzen Herzen und ihre Iman und ihr Leben war anders. Die konnten das Ganze vertragen. Aber wir gehen heute hin und wir überfallen die einfachen Muslime durch das Internet mit den ganzen elendigen Debatten. Allah ist nicht das Thema einer Debatte. Allah erklärt nirgendwo im Koran das Thema auf eine solche Art und Weise. Das, was du im Koran findest, ist einfach nur schön.
Wallahi, wenn ich Aqida im Koran lerne, ist es schön. Ist nur schön. Nichts mehr. Einfach nur schön. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann dahin zurückkehren. Dass wir einfach die Schönheit von Allah subhanahu wa ta'ala entdecken, ohne ihn zum Ziel von einer theologischen Debatte zu machen. Das war's von meiner Seite. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa baraka lahu li wa lakum. مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى.